Ahnenforschung. Für mich selber mir zu erklären, bin ich mal meinem Stammbaum nah, habe von unteren Zweigen her ein bisschen die Nuss probiert zu verstehen. Wer da alles mir verwandt ist, habe ich geschaut, aus Quellen geschöpft. Nur einen, der bekannt ist, worden gibt's, den haben sie geköpft. Es ist der Gauner Bernhard Matter, aus dem Aargau, wie ich auch. Wenn auch nicht mein Urgrossvater, Urgrossonkel, allweg schon. Der hat da vor 100 Jahren unserem Geschlecht den Weg bestimmt. Wie ich jetzt erst habe erfahren, dass er ihm nichts mehr Wunder nimmt. Er hat in seinem Leben gestohlen, was ihm ist in die Finger kam. Und was nicht ist gekommen zu holen, hat er gern Mühe auf sich genommen. Ist gar manchmal zur Nacht eingedrungen, durch einen Hühnerstall ins Haus. Und ist mit zwei geräuchten Zungen und 10 Golddukaten draus. 3-4 Mal hat man ihn gefangen, hat ihn das Gericht ins Gefängnis gesteckt. Aber er ist nicht lang gegangen, hat den Fluchtweg gang ausgeheckt. Die Diät von Brot und Wasser hat er ungern zu sich genommen. Und hat alles dran gesetzt, für das er in eine bessere Beiz ist gekommen. Das musste das Gericht verdriessen. Es hat zuletzt Befehl erlassen. Nicht die Gefängnis besser zu fliessen, nein, dem Schelm den Kopf abzuschlagen. Das halbe Aargau ist geschaut, wie ein Schwerter Oberstspitz von meinem Vorfahr hat abgehauen, wie vom weichen Eiderspitz. Drum kann ich nichts garantieren, was aus mir noch alles gibt. Es kann noch manchmal mit mir passieren, denn das spielt Vererbung mit. Und wenn ihr das Gefühl habt, der Türe, könnt ich sicher nichts bekommen. Es kommt aufs Mal ein Onkel führen, wo dir nichts hat gewusst davon. Es kommt aufs Mal ein Onkel führen, wo dir nichts hat gewusst davon.